Kannst theoretisch gesehen per PayPal-Ratenzahlung machen. Ja, aber man muss jetzt nicht übertreiben alles hier. Nee, ich sag ja doch. Und über Klarna geht das ja theoretisch gesehen auch. Über Amazon, aber Amazon nimmt, glaube ich, je nachdem welches Artikel, mal einfach so kranke Gebühren von irgendwie 10% oder sowas. Kannst du nicht bezahlen. Aber was meinst du, wie... Ich weiß es nicht, wie stark die Vierer-Serie ist. Stark. Bin mir nicht sicher, dass die jetzt so viel stärker sein wird. Es wird so wie immer viel sein. Viel stärker. Glaube ich nicht. Das ist eine einfache Frage. Es wird einfach so stark sein, so wie 30-35% höchstens. Nicht nein, 50. Viel stärker. Nee, glaube ich nicht. Das haben sie oft schon gesagt. Auch die jetzigen sollten doppelt so stark sein. Das ist nichts. Das ist immer gleich. Zwischen 10-15-30%, je nach Karte. Ich sag 50%. Es kommt drauf an, welche Karte. Jetzt mal ganz realistisch. Einfach die Karte mit der Karte vergleichen. 80 mit 80, 17 und so weiter, das meine ich. Also, ja, meine Frage ist erstmal, willst du gerne eine... Also, wir reden jetzt nur von den 30er-Karten, von denen, die es gibt. Ja. Wärst du der Kunde für eine 70er, für eine 80er? Nein, 3080 Ti. Fertig. Eigentlich nur die. Ti. Nur die, sonst keine. Ja, die wird 50% mindestens schneller sein, die neue. Meinst du? Aber die TI kommt halt erst wieder später. Das heißt, du kannst entweder die 90er holen oder die 80er holen. Und die 80er wird dann wahrscheinlich so um die 40% schneller sein. Nehme ich mal an. Ich könnte jetzt noch die 2080 weghauen und hätte dann schon mal ein paar Raten. Ja. Wenn wir schon so reden. Weißt du? 2080 TI weghauen. Was waren denn das? 480, 500, die du dafür kriegst? Oder ja. Wie viel sind das? Ja, so ungefähr. Keine Ahnung. Oh. Und dann müsstest du quasi nochmal 500 drauflegen, oder wie ist das? Nee, mach ich ja nicht. Würde ich dann nicht machen. Würde ich erst den Raten dann zahlen. Kann ich ja gar nicht. Ja, ich kann, okay. Das Problem ist, ich kann nie irgendwas drauflegen, weil ich nichts hab. Ja, ich meine aber jetzt vom Endpreis her, meine ich jetzt. Ja, vom Endpreis her. Aber, Du wartest halt von einer 370. Eine 470, die wird dann ungefähr so schnell sein wie eine 480 Ti, ne? Wie eine 380 Ti. Entschuldigung. Nee, ich hole keine 70er. Wenn, dann hole ich höchstens 480 Ti. Das mache ich nicht. Weil lohnt sich halt nicht. Dann irgendwie. Weiß ich nicht. Das ist eine Menge Holz. Aber ja, mach doch. Nee, also wenn dann in einem Jahr 480 Ti, würde ich sagen. Das ja, wollte ich mich gerade sagen, weil die kommt ja erst sehr viel später, die Ti-Karte. Genau, und wenn die Karten nicht so stark sind, ist es egal. Dann brauche ich, wenn man eine 3090 Ti hat, braucht man die nicht. 480 Ti vielleicht. Also, nochmal in Fakten. Nvidia war vorher bei 8 Nanometer. Ja. Jetzt sind sie bei 4 Nanometer. Nee, das heißt, die sind 4 bis 6, oder? Gesplittet ein bisschen, oder? Nein. Das Verfahren nennt sich 4 plus oder 4N oder so ähnlich. Ah, das sind aber auch 6 Es ist ein 5 Nanometer Verfahren, aber ein verbessertes. Es ist eine schnellere Version, wie die AMD zum Beispiel jetzt in den neuen Karten haben wird. Schnibbel 9. Aber ist das dann nicht erst die zweite Generation besser, die 5er? Weil jetzt testen sie noch? Nee. Das ist ja nur erstmal die Fertigung, die wird ja noch kleiner. Wenn sie jetzt. Jetzt muss ich gerade überlegen, Lovelace ist jetzt keine super krass neue Architektur, sondern eine Verbesserung. Das heißt, sie optimieren eher die Architektur, die schon da ist, schrinken den Chip, also die Size, und schmeißen halt den Takt. Höhere Takt steigt halt auch, weil Takt steigt immer, wenn du vom Fertigungsprozess runtergehst, hast du Effizienz mehr und so weiter. Die Frage ist, im Optimalfall wirst du mindestens 100% schneller haben. Aber was ist, ja gut, erst wenn es Vollausbau ist, also die nächste Generation, aber wie genau, teuer wird denn dann die 4080 Ti werden? Ist die Frage. Wird die günstiger als 1300 sein? Ich würde mich am UVP vom Jetze orientieren und dann nochmal ein 100er drauflegen oder so. Naja, das ist zwischen
zwischen 1000 und 1300 aktuell, je nach Marke. Ja, das ist dann der Preis, denke ich mal, ungefähr. Wobei wir jetzt ja schon fallende Kosten haben und die werden die neuen Produkte ja nicht wieder zu diesen... ne? Also, ich glaube schon, dass es wieder ein bisschen raufgehen wird, zumal die ja wieder mehr RAM hat. Ja. Und der RAM kostet ja wieder mehr Geld. Und dann müssen sie vielleicht die Kühlung nochmal optimieren. Das kostet dann auch nochmal ein bisschen Geld. Ja, und das Problem ist, es wird alles erhöht und wir kriegen immer weniger Geld. Also Inflation ja, ist ja brutal. Aber da kann tatsächlich Nvidia nichts dafür. Ne? Ja, wir auch nicht. Ja, also, ja, nee. Wir können ja noch weniger dafür. Wir kriegen ja nicht genau das Geld mehr, wie das Geld fällt. Also ich kann halt im Monat jetzt viel weniger überhaupt bezahlen, als ich bezahlen konnte. Ich konnte eh nicht... Also mein Problem ist, ich habe mehr Kosten, als ich Geld kriege. Immer schon. Seitdem ich krank bin. Ja. Und jetzt ist es noch schlimmer. Also jetzt habe ich halt... Es ist nochmal immens gestiegen. Immens. Auch noch, weil ich jetzt noch mehr Probleme mit der Gesundheit habe. Das sind noch mehr Kosten. Wem sagst du das, ja? Ich weiß das. Krass. Du musst mehr Medikamente kaufen, du musst mehr auf Vitamine und sowas achten. Du sitzt mehr zu Hause, verbrauchst mehr Strom, verbrauchst mehr Gas, verbrauchst mehr Wasser. Da sagst du was, ich habe die Abrechnung gemacht, ne? Ich will es bei mir gar nicht wissen. Ich weiß es nur, also die kommt jetzt, also beziehungsweise es kann auch sein, dass es ein Briefkasten ist, aber der, ich habe es mir noch nie angeguckt. Der Stromvergleich, was das Streaming angeht, zwischen 2020 und 2021. Zwecks Stundenstreaming im Vergleich dazu, wie viel Strom es verbraucht. Das war das Dreifache, ja, genau das Dreifache war es. Das Dreifache in Kosten. Also 2020 ist ein Betrag, weiß nicht, ob ich den Betrag nennen soll, sage ich jetzt nicht. Und 2021 ist der dreifache Betrag. Und jetzt haben wir 22. Und das ist nicht einmal so genau gerechnet, so Pi mal Daumen, weil ich war mir jetzt auch nicht genau sicher. Aber es ist vielleicht sogar noch teurer, als ich berechnet habe. Ich habe nämlich mit dem gleichen Tarif gerechnet wie in 2021. Weil ich habe einfach nur die Mehrkosten als Streamkosten genommen. So, Beispiel, ich habe in 2020 1000 Stream-Tage und habe in 2021 3000. Das hat der Dreifache. So habe ich es ausgerechnet ungefähr. Aber da muss noch 30% mindestens drauflegen, was es im Jahr teurer wird, ne? Das habe ich jetzt also nicht gemacht. Von 21 auf 22. Das kann ich dann machen. Da genau, aber ich habe es von 20 auf 21 nicht gemacht. Das kannst du nächstes Jahr auch wieder drauflegen. Also ich habe es von 20 auf 21 jetzt nicht gemacht. Ja, dann wirst du mal gucken müssen. Ja, was soll ich sagen? Ich verbrauche jedes Jahr weniger Strom, weil ich immer mehr spare und gleichzeitig erhöhe ich den Abschlag. Also wirklich regelmäßig. Und nur mal kurz zum Vergleich. Ich habe jetzt schon so viel Kosten im Juli, wie ich das ganze 2021 hatte. Was das angeht. Ja, das... Und das ist minus, also ohne 30%. Berechnet. Also ja. Das ist jetzt nur so mit dem gleichen Tarif wie 2021. Das ist wild. Ja, das ist ja auch die größte Kritik, die im Moment die Leute an der Politik haben, dass sich nur noch wohlhabendere Leute bestimmte Dinge leisten können. Und jetzt kommt noch so eine Umlage irgendwo noch auf ein Gas oder sowas drauf, habe ich jetzt gerade gelesen, gestern oder so. Das macht es jetzt auch nochmal dann ab August oder sowas, dann auch nochmal teurer. Und die wollen halt partout nicht das mal irgendwie ein bisschen umverteilen. Also werden wir jetzt schön die nächsten Jahre zusehen, wie die Schere weiter auseinander geht. Ich meine, ja. Mich stört's nicht, ich bin ein sparsamer Mensch, ich komme klar. Ich kann mir auch mal schnell einen neuen Computer kaufen, weil ich einfach so viel Geld sparen kann. So. Aber ich sag mal, ich bin auch ein Tryharder. Ich kann auch mal monatelang nur Spaghettis essen. Andere Leute können ja, was, nicht. Was glaubst du, was ich gemacht habe? Ich habe diese Tage, wie schon die Frage kam, kannst du nur Spaghetti essen im Stream? Ich habe mal wieder Spaghetti gemacht. Ich habe auch natürlich auch zwischen noch mal so Burger Patties mir geholt. Auch dann, weil die auch im Angebot sind, die kosten, wenn sie
kurz vor Ende sind 50% weniger. Also kurz vor Haltbarkeit. Wenn ich sie kaufe, mache ich sie halt direkt, weißt du? Und dann hieß es immer, machst du immer das Gleiche, sage ich, aber das ist halt bezahlbar. Was soll ich machen? Das ist halt bezahlbar. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Also ich habe ein Jahr lang Pizza gegessen. Ich habe jeden Tag Pizza gebacken. Einfach weil ich es geil finde. Hast du mir erzählt, ja? Ja, was ist schlimm daran? Ja, die nicht. Vitamine, die pflanze ich mir nicht ran, natürlich auch rein, ne? Damit man nicht irgendeinen Vitaminmangel kriegt. Guck mal, ich wäre jetzt schneller gewesen als du. Ja, ich musste ja anders bremsen, weil ich hier innen war. Ging ja nicht, ich konnte die Kurve nicht nehmen. Ah, ihr habt die vorbeigelassen, kein Thema. Ich konnte die Kurve nicht nehmen, weil ich ja nicht ausholen konnte. Oh, hier, da, der Körb schon wieder. Jetzt habe ich es verpeilt. Und, ja. Dieser Körb, ne, der macht mich wahnsinnig. Ich finde es immer noch geil, dass ich halt keine Zeit von mir stehen habe, aber ich meine, ich habe mich in Bonn jetzt aufgeregt. Ich akzeptiere mittlerweile nur noch Sachen. So wie ich mir überlegt hatte, ich akzeptiere diese Kopfhörer einfach, aber geht nicht. Das ist Geld und das stört mich. Und wenn die jetzigen angenehmer sind, lasse ich das halt, weißt du? Ich tue die nachher dann zusammen. Ich weiß, ich kann jetzt gar nicht mehr in die Schachtel reintun. So ein Scheiß mit dem Plastik. Ja, das musst du nicht. Die Schachtel ist hinüber. Die werden neu verpackt. Schachtel kannst du im Prinzip in die Kiste werfen. Ja. Ja, klar. Und dann können sie die für dich wegwerfen. Tu das danach ausdrucken und dann passt das. Diese Blister-Verpackungen oder wie die sich nennen, verboten. Aber auf mich hört ja keiner. Ja, zum Glück. Also nicht, was das angeht, aber sonst. Wir machen das halt, damit nichts ans Produkt rankommt. Das ist. Aber, weiß ich nicht. Wenn du USB-Sticks und sowas kaufst, hast du auch immer diese Dinger. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja. Ich habe mir da schon den Finger aufgeschnitten. Ja, ich habe eben auch krass aufgepasst, weil ich ja wirklich hier ist noch fahren will oder so. Boah, der Rear Wing 8. Boah. 9. Ich setze mal ein bisschen tiefer. Dann habe ich mir schon mal eine Schere stumpf geschnitten. Ich habe auch mir schon an der Hand wehgetan, weil ich die Schere mit der Schere nicht durchgekommen bin, weil sie stumpf war. So kleine Schere, hast du gar keine Kraft. Ja, genau. Zum Glück habe ich eine große. Genau, das kenne ich. Wenn du drückst, passiert nichts, dann tust du dir irgendwie verbiegen die Hände, dann tust du dir Hände da weh an dem Plastik von der Schere. Ja, genau. Und dann brichst du sogar noch das Plastik, aber dann hast du das Metall in der Hand von der Schere. Also, alles schon passiert. Und bei meinen empfindlichen Händen, dann, wenn ich zu doll drücke, dann habe ich gleich Blasen an den Fingern und sowas. BMW noch ein bisschen manipuliert, mal gucken. Aber ich sag mal, das ist jetzt so eine Zeit, die könnte ich verbessern mit Ultra Tryhard. Oder mit jetzt genau nochmal wieder schauen, was ich machen soll. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt heute auf sowas keine Lust. Ich werde jetzt auch nicht mehr so krass tryen und ich fahre halt einfach. Und was ich schaffe, schaffe ich. Und wenn nicht, dann lasse ich es halt. Es wird schon noch Tage geben, wo ich dann sage, hey, jetzt muss ich unbedingt besser werden. Aber ich. Das hat einfach vorgestern war einfach zu viel. Ich habe mich halt aufgeregt. Das möchte ich nicht. Ja, hab ich ja gesagt, du, mit frischen Ohren Sachen, sagen wir im Autobereich, musst du an deine Projekte gehen, weil wenn du irgendwann hast dich tot gehört und dann kannst du es nicht mehr richtig beurteilen. Ja, und dann musst du halt Pause machen und am nächsten Tag läuft es dann wieder. Ja gut, ich weiß und akzeptiere, dass ich halt nicht gut bin und das auch nicht so einfach hinbekomme, ohne wirklich reinzuwurschteln, reinzustechen, zu tryharden ohne Ende, aber das... Ich habe dafür keine Kraft, muss ich sagen. Vielleicht, wenn ich. Die Konzentration halt auch mal nach. Vielleicht, wenn meine. Ich meine, ich habe jetzt 10 Tage lang ein Antibiotikum geschluckt, Alter. Das tut mich so schwächen. Und ich habe so schon Tabletten, die schwächen mich. Und mal schauen, wie das ist, wenn ich die nicht mehr nehme. Ich muss aber trotzdem nochmal 3 bis 4 Wochen den Spray nehmen. Der hat auch Cortison und Antibiotika drin. Und dann Cortison ist auch so krass, Mann. Das wirkt sich so bei mir so schlecht aus. Muss ich sagen. Da habe ich mehr Krämpfe. Das greift richtig an. Den Körper. Ah ja, aber Damage ist schon ganz schön hoch noch, ne? Oder? Maximal 1000, oder? Das so gezahlt ist. Ja, wollte gerade sagen, weil ich habe 550 schon wieder. Ja, ich bin schon auf 26,6 runter. Du musst nur eine gute Runde fahren, dann bist du wieder oben. Kannst du auch ein Auto nehmen, wo du noch nicht gefahren bist? Mit deinem anderen BMW fährst du eine Runde und dann hast du es.
einfach will es dann nie haben. Deswegen, ist ja egal. Nur falls du, halt bevor du pleite gehst. Ja. Okay, ich habe das Auto jetzt noch ein bisschen verändert. Zeit könnte ich noch knacken, aber jetzt nicht auf Anhieb. Ein Sturz ist dauernd beim Beschleunigen. Komm. 0,0, 0,0 plus 1. Lol, die Zeit ist plus 0,03. Eine gleiche Zeit gefahren. Ich bin auch die ganze Zeit wirklich mit 30 Liter und okay, Reifen sind Standard, okay. Musst du schon die Weichen nehmen? Also du meinst ja, nee, Slicks? Die gibt's nur bei dem Wagen. Ja, das passt genau. Standardmäßig drauf, ja. Ich muss hier die alles in die Kurve werden, aber ich habe jetzt gar keine Lust überhaupt, das jetzt zu studieren oder so. Manchmal fehlt mir einfach die Kraft, mich damit zu beschäftigen, wie ich jetzt die Kurve besser fahren sollte. Ich hoffe, ich halte es noch heute und morgen aus und dann kann ich die nicht mehr nehmen und dann tut der Körper sich langsam wieder aufbauen, die Kräfte. Weil sie nicht neue Sachen muss nehmen, weil am Mittwoch kommt die Untersuchung der Lunge. Ah, wird schon schicken. Ich sollte mir so einen scheiß Atmungsball besorgen. Für 20 Euro, aber nee, habe ich jetzt auch nicht da für sowas. Was zum Hyperventilieren oder was? Es sind so... So ein Schlauch mit drei Bällen, da kannst du Atemübungen machen. Okay. Aus dem Sanitätshaus. Und habe ich jetzt nicht geholt. Ich habe jetzt auch nicht das übrig, so. Hey, jetzt mit weniger Benzin. 3 Sekunden Pause. Ich will... zumindest meine eigene Zeit schaffen. Aber eigentlich... Komm schon. Wie jetzt sich so stark sind? Aber meinst du, die 3090 sinken noch, wenn die Fitness so stark sind? Vom Preis meinst du? Ja. Boah, ich finde die schon ganz schön günstig. Aber ich würde die auch erst kaufen, kurz bevor die andere dann kommt, ne? Nee, die steigen jetzt wieder. Ja, die Preissenkungen sind jetzt vorbei. Soweit ich mitbekomme. Du musst mal so ein bisschen den bei Geizhals oder sowas... den Grafen da. Den DAX beobachten, genau. Ja, wenn sie wieder steigen, glaube ich nicht, dass das ein Preis... Da war das jetzt so eine Rabattaktion, die... Also viel mehr, glaube ich, geht bald dann auch nicht mehr. Ja, die können sie auch nicht zuwenden, sonst machen sie ja nur noch Verlust. Nee, die verkaufen die nicht zu Verlust, dann verkaufen die erst später. AMD wird auch erstmal nichts Neues bringen, also du hast schon recht, die können warten, bis weg sind die Dinger. Ja. Zu schnell. Nicht einfach, die hier zu fahren. Das ist geil. Das ist halt ein GTE. Das ist schön. Wollte ich, ja. Aber ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Migräne-Schmerzen. Links, rechts, dann schläft meine Augen. Kennst du das? Wenn du blinzelst, tut sogar weh. Und wenn die Augen zu machst, tut es auch weh. Nee, das kenne ich nicht. Ja, sei froh, Alter. Bei jedem Blinzeln tut es weh. Und das ist halt noch nicht richtiger Migräneanfall, aber kann ja noch kommen. Generell nicht der Kopfschmerz, Mensch. Machst du wohl keinen Kopf, wa? Nee, wo nichts ist, kann nichts wehtun. Hallo. Mann.
Oh, ja, kannst genüsslich vorbeirutschen. Bin ich echt gerutscht? Aber der Sound ist geil, wenn du an mir vorbeiballerst. Gelt, miau. Aber schon so ein Staubsauger hier. Dieses Reinbremsen, diese Kurve habe ich mit dem nicht drauf. Mit dem habe ich andere Probleme als mit anderen. Ja, das ist bei mir auch so. Mit denen kriege ich die eine Kurve, die ich vorher nicht konnte, kriege ich die gut hin. Nicht schnell, aber auf jeden Fall sehr viel einfacher so. Aber dafür ist hier gerade jetzt die Kurve, die hier gleich kommt, mit dem Körper in der Mitte rechts. Ach, das ist jetzt meine neue Hasskurve hier, ja. Die ist ja auch schwer. Du musst über den Körper rechts. Mit dem BMW fand ich die easy. Du musst mit dem Körper rechts. Ja, du darfst dann kein Gas geben. Du musst über den Körper rechts einfach rollen lassen. Habe ich nicht, aber ich war zu schnell. Ne, natürlich, das ist natürlich klar. Mit dem BMW konnte ich da wirklich. Der hat mehr Grip. Der hat mehr Grip, ja klar. Er ist dann in der Luft gewesen und ist dann hinten vor der Einfahrt. Sich wieder gefangen, gell? Ist er dann erst aufgefangen und ich konnte gleich reindrehen, so. Naja. Halbe Formel 1 Beschreibung gerade. Naja, es hat voll Spaß gemacht. Sag dir, das ist ein besonderes Auto. Doch zumindest diese Zeit noch geschafft kriegen. Das kann ja nicht sein. Ah, oh, nee, schon wieder versaut. Ich habe bis vor der vorletzten Kurve habe ich immer 0,2 vorne. Und kriege es nicht hin. Jetzt vielleicht hier mehr einlenken, keine Ahnung. Oh, wieder! Aber ich hab einen kleinen Trick. Bevor du in die Wand reinfliegst, einfach schnell den Knopf drücken. Da wirst du geportet. Ja. Dann zahlst du nicht. Ja. Also zahlst du zumindest weniger. Die Portgebühren, ne? Ja, die sind nicht irgendwie so teuer, stimmt. Also wenn du merkst, du fährst gegen die Wand, schnell Knopf drücken. Bei mir muss ich ja kurz gedrückt halten. Also, bei mir ist das nicht so. Vielleicht auf den anderen Knopf legen, vielleicht ist das so ein gedrückt halten Knopf. Nee, das ist einfach so. Schon, aber du hast ja mehrere Knöpfe belegt. Du hast gesagt, es gibt einen Instant, es gibt einen, den ich habe. Ja, aber bei beiden Instant. Auch den du hast. Den nutze ich nämlich meistens. Um die Zeiten bei mir kommt so ein kleines Ding, es geht dann noch vorne, so ein Aufladebalken. Er lädt sich auf, wenn er es aufgeladen ist, dann ja, bin ich im Ding. Bin ich im Pit? Ich glaube, warum? Hab ich nicht. Aber siehst du nicht, bist du noch blind. Mit so kleinen Schriftarten bei dir, Kappa. Ja, der Knopf ist halt nicht der schnellste. Das ist aber bei beiden Lenkern so. Das ist einfach so, es lädt sich halt so ein Ding auf. Weißt du, das ist so wie so ein Aufladeding. So wie so bei Mario, den Sprung untergedrückt hältst oder so. Keine Ahnung. Einfach das Aufladeding. Ist eine Panatec-Funktion, aber... Nee. Das ist der Knopf so. Nein, bei mir ist es doch derselbe Knopf. Das habe ich doch auch nicht. Du hast mir doch erklärt, wie ich den Button belege. Ja. Da habe ich beide Button belegt und beide sind bei mir instant. Dann siehst du dieses Aufladerding nicht. Instant ist, du drückst es da, aber du musst ja noch länger drücken als eine Sekunde, oder? Nee, ich darf das Ding kaum berühren, dann stehe ich schon in der Box. Wenn ich jetzt drauf drücke, passiert bei mir gar nichts. Da, zack, zack, drück. Passiert gar nichts. Bei mir ist wirklich instant. Ich darf die nicht mal eine Millisekunde berühren. Ich drück 1000 Mal. Das passiert nichts. Wenn ich gedrückt halte, lädt es so einen Balken auf und dann. So wie beim Cast mal WoW, so ein Cast-Time. Sei ja, irgendwas ist bei dir anders. Dein Gesicht ist anders. Na. Oh, jetzt mit Recht ab. So wie du kann ich gar nicht reden, dann kommt meine Raucherlunge durch. Ja, was ist denn mit dir? Ja, was ist denn mit dir? Das tut mir dann im Hals weh. Ja, tut's ja mir auch. Was denkst du denn? Okay. Dann muss ich ja meistens husten und mich reißen oder so ein Scheiß. Klar, du das weh, das scheiß Ding hier. Mensch, du tust auch einiges für deine Zuschauer, die nicht da sind. Genau, ja, ist ja so. Ist ja so.
Ich sehe auch allein an den Temperaturen, dass es wieder heiß ist. Ich habe letztens gesagt, es war doch 82 bis 84 Grad. Und letztes Mal war es doch dann so 74. Jetzt haben wir wieder 78 bis 80. Siehst du an den Temperaturen vom Grafikkarte und CPU? Hab ich alles noch nie geguckt bei mir. Ich hab's da und dann. Ich überwache das immer. Was mache ich jetzt mal? Oder habe ich den installiert? Doch bestimmt, oder? Ja, hab ich. Den Nachbrenner! Wie sieht ich die auf meiner Karte? The lap time was at 138.65. Very little fuel left. Nee, bin ich jetzt nicht. Boah, ich verwechsel immer die Programme. GPU-Z? Oder wo guckt man am besten? MSI Afterburner. Und du das live im Spiel sehen willst. Nee, will ich nicht. Ja, was willst du dann sehen? Ich will das in der App sehen. Okay, ich glaube, ich guck mal in HW-Info. HW-Info? Ja. Kannst du auch sehen. Im Nachhinein. Ich würde es zwar. Der MSI Afterburner ist mir so ein bisschen. Der ist super. Also den. Oh, bitte nicht den. Oh, 0,7. Fuck! Kannst du da weggehen vielleicht? Scheiße, Mann, ich muss dir ausweichen und bremsen. 0,7 Sekunden vorne, das erste Mal in meinem Leben mit dem Auto. Boah, du bist direkt im Ding gewesen. Direkt in der scheiß Kurve. Jetzt habe ich verloren. Mann. Egal, ich hätte sowieso die Zeit verloren, aber das ist halt jetzt ärgerlich, weil ich. 0,7 habe ich schon nie geschafft, so weit vorne zu sein. 0,2, 0,7. Oder war es 0,65, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr weit vorne. Und dass ich meine Zeit noch so unterbieten kann. Na, da weißt du ja, wo du noch was rausholen kannst. Ja, bei diesen komischen Kurven da, diese links, rechts, diese langen. Und bei der ersten. Schmeiß das weg, Mann. Den PC einfach, wenn er zu heiß ist. Kaufst du 9. Das ist exakt. So sparsam, du kaufst einfach 9. Wir können ja froh sein, dass Amerika einen Schwanz eingezogen hat. Dadurch werden uns die Grafikkarten noch eine Weile halten bleiben. Weil wenn jetzt Krieg in Taiwan ausgebrochen wäre, hätten wir keine Karten mehr gekriegt. Ja. Denn da werden die produziert. Traurig, dass alles so abhängt. So eine Scheiße. Ich meine, was ist denn los? Ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Die sitzen da auf einem nordamerikanischen Kontinent, 5000 Kilometer entfernt oder was weiß ich wie viel, und mischen sich überall ein. Ich meine, warum müssen die seit so vielen Jahren in Taiwan, also wir reden nicht von ein, zwei Milliarden, sondern von Unmengen an Milliarden, da Militär reinbuttern und die dazu ermutigen, sich von China zu lösen. Ich meine, was ist denn los? Stell dir mal vor, Deutschland geht nach, was haben wir denn, Texas und sagt, ey Leute, separiert euch doch von Amerika und damit ihr euch verteidigen könnt, pumpen wir euch jetzt 10 Jahre lang mit Waffen voll. Siehst du? Was meinst du, was der Rest von Amerika machen würde, wenn die sehen, dass die sich gerade hochrüsten? Ja, auch hochrüsten. Oder? Ja, die werden nicht hoch, die sind ja schon hochgerüstet in dem Fall. Die werden die ärgern, die sie support. Oder selbst China direkt angreifen. China ist eine Atommacht, die sind auch ziemlich hochgerüstet. Also, ich fehlt mir echt die Worte. Schade, Mann. Ja. Stell dir vor, Bayern will sich jetzt separieren und Polen schiebt euch Bayern so lange die Waffen in den Hintern, bis ihr so stark seid, dass euch keiner was anhaben kann. Das wird sich Deutschland nicht angucken. Die werden vorher reinrücken. Ganz normal. Ja. So wie Wobei, jetzt, vielleicht so wie ist jetzt Bayern rüsten. Ohne Deutschland sowieso besser bedient. Weiß ich nicht genau. So wie jetzt rüsten wir ja auch auf, weil wir Angst haben auch vor Russland und sowas. Und bis das alles aufgerüstet ist, ist schon zu spät. Wir haben keine Angst vor Russland, sondern die Wahrheit ist einfach, dass die SPD, die FDP schon immer Waffendealer gewesen sind.
Das war so, das ist so und das wird immer so sein. Das haben die in den 70er Jahren mit Helmut Schmidt angefangen. Das wird sich auch nicht ändern. Mhm. Das hat auch schon in den letzten Jahren zuvor, haben sie hier bei jedem Wahlkampf, oh, die armen Drohnen, denkt doch mal bitte einer an die Drohnen, wir müssen uns mehr ums Militär kümmern. Politiker suchen sich immer noch Gründe. Kein Mensch glaubt, dass Russland uns angreift, das verspreche ich dir. Meinst du? Also, ja, nicht die NATO halt, wir gönnen dazu. Die Hälfte meiner Nachbarschaft sind Russen. Also jetzt mal übertrieben gesagt, ey, Mücke, hau ab. Die sind doch alle korrekt, die können ja nichts dafür, das ist ja das Problem, weißt du? Nein, das meine ich damit nicht, sondern eigentlich verstehen sich russische Menschen mit den die Deutschen sehr gut. Eigentlich. Und unterhalb der politischen Grenze ist das eigentlich auch so, dass Russen und Deutsche gut miteinander klarkommen. Deswegen sind ja so viele auch hier. Also ich zum Beispiel hatte früher auch russische Freunde und das waren einfach die besten Leute so. Also mir war es ja nicht egal, ob also bei uns ist halt alles viel, also alles gemischt, es ist ja nicht egal, ob ich hatte mit keinem so Probleme, muss ich sagen, ob Russen oder aus Türkei oder aus allen möglichen Ländern hier. Also ich habe damit nie Probleme gehabt. Sagen alle korrekt, weil so gibt ja natürlich im Idioten, ne? Also das ist egal, welchem ja, Land. Ja, aber es gibt doch deutsche Idioten. Deutsche gibt es mehr Idioten, sag ich mal. Ja, das würde ich auch behaupten. Ist ja die Mehrheit. Wenn du 1000 Deutschen und 10 anderen Nicht-Deutschen hast, natürlich ist das mehr Idioten auf deutschen Seite. Ja, es wird zwar immer das Argument gebracht, ja, aber die Gefängnisse sind immer voll mit ausländischen Menschen. Das hat aber damit zu tun, dass sie oft ins Land kommen, nicht arbeiten dürfen, weil sie keine Arbeitsgenehmigung haben. Und dann müssen sie ja irgendwie. Und irgendwie anfangen, mit irgendwas zu dealen. Ja. Außerdem ist es ganz allgemein bekannt, dass in ärmeren Verhältnissen die Kriminalität einfach höher ist. Das ist in Amerika so, das ist in Deutschland so, das ist vermutlich in so ziemlich jedem westlichen Land so. Vermutlich, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Also es ist kein Argument. Umso höher der Status ist, umso eher hast du Angst davor, was zu verlieren und baust weniger Scheiße. Alright. Ah ja, du bist aber viel schneller, ne? Auf der Geraden. Ja, ich hab ja auch Windschatten gehabt von dir. Gibt es das, ja? Ja klar, enorm. Hinter dem Auto bist immer direkt hinter dem, damit du Windschatten kriegst. Ich fahre diese Kurve immer falsch, wenn ich hinter jemanden fahre. Weil ihr so eine ganz andere Linie habt da. Ihr? Also ich dachte, ich hab's immer noch falsch. Die anderen auch, oder ja, was? Ja, also du fährst so anders, dass ich dann so ein bisschen wie du fahre und dann darauf gar nicht klappt. Ja, ja, weiß ich, kenne ich. Ich fahre immer wie der vor mir fährt und macht dann Blödsinn. Ja, genau. Ich muss sagen, Strecke hin oder her, ich bin froh, wenn wir morgen an eine andere fahren. Diese Kurve hier ist mir jetzt dann schon zu too much. Ich finde sie jetzt, ist natürlich eine schwierige Strecke, aber ich finde sie, die muss ich jetzt nicht noch 2 Tage üben. Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich die 135 Runden am ersten Tag mit dem BMW gefahren wäre, hätte ich auch schon neue nehmen können. Mir war das egal. Ich musste nicht mit alles testen mittlerweile. Ich bin da auch schon. Das ist mir wurscht. Nur zumindest wollte ich sie zwei Tage fahren. Aber gestern konnte ich ja nicht. Ich fahre jetzt über ein Auto, weil du siehst es ja, ich komme jetzt gar nicht an meine Zeit ran. Würde ich jetzt mit dem BMW fahren, wäre ich auf jeden Fall schneller. Also. Aber du könntest an die Zeit rankommen. Ja, darum geht's ja. Ich mit dem Auto nicht, nee. Aber es ist möglich, hast du bei mir gesehen. Es ist vielleicht möglich, aber nicht für mich. Es gibt ja immer so Autos, die einem mehr liegen oder weniger liegen, weil sie zum Fahrstil passen. Bei dir liegen die Autos immer an der Wand. Hä? Ja? Stimmt, hast du recht. Ja. Ja, der Vettel kann ja auch nicht vorne mitfahren, weil er so ein Schrottauto hat. Wieso? Der hat doch einen grünen Red Bull. Was willst du denn? So lächerlich.
Als ich das gehört habe, ich gedacht, da musst du schon deinen Kopf fassen. Was ist das für eine PA? Meine Güte, das ist peinlich, oder? Klar ist das peinlich. Dann liefern sie den da mal. Ja, wenn mal sie ansatzweise. Würden, dann wäre es ja in Ordnung. Was dann ist? Kann man das so als kleine Randbemerkung mal reinhauen, so aus Spaß, aber ein Schrottauto als grünen Dings zu bezeichnen, das ist halt schon. Nee, die wollten ja Update-Teile. Dann haben sie gesagt, die sind halt dann genauso gut mit Updates, so ungefähr. Das ist ja Standard. Aber Blödsinn. Vorher Maul auf und liefert dann. Da sollte man sich schon relativ sicher sein. Ich weiß ja nicht einmal, wer das Gerücht so aufgebracht hat. Ob es die waren, weiß ich nicht. Kann man niemand nicht vorstellen, aber ja. Ach so. Man weiß ja nicht, wer das gesagt hat. Wenn es so ein so Monty-mäßig gesagt hat. Ja, okay. So habe ich es wieder ein Gerücht ist, ne? So habe ich es jetzt gesagt. Auch verstanden, dass es von denen direkt kommt. Also, als ja, das ja, der eine auch. Erzählt hatte. Aber. Genau. Wenn das natürlich gar nicht so ist, dann haben wir nichts gesagt. Ah, zu spät gebremst, zu spät. Viel zu spät. Ich kann mit diesem Auto auch nicht so viel riskieren, Alter. Ich bin einfach an der Grenze zeitweise mit dem. Gleich leer, keine gute Runde hingekriegt. Komma 3 vorne. Jetzt verliere ich alles in der letzten Kurve jedes Mal. Ich weiß nicht, wie zum Teufel ich die Kurve gefahren bin am Anfang. Wie zum. Ich kann die nicht schneller fahren. Ich verstehe das halt nicht, ganz ehrlich. Ich tue jetzt nächstes Mal einmal die Kurve schneller fahren. Ich brette mal da durch, aber ich fliege voll ins Kies. 100 Pro. Vielleicht bist du so da mal anders gefahren. Und erinnerst dich jetzt nicht mehr daran, dass du die anders genommen hast. Das ist ja das Schlimme, mach vielleicht ich halt öfters. Da außen mehr Grip, ich weiß ja nicht, welche Kurve das ist. Vielleicht ist dann da außen mehr Grip. Das ist da, wenn du, wo du fliegst ins Kies, wenn du zu schnell bist. Voll drittletzte Kurve oder so. Wo du immer verwechselst hast am Anfang. Ich auch. Weißt du, was ich meine? Damit du so schnell bist, fliegst du doch über den Curb ins Kies direkt rein. Das Spiel bremst. Achso, ganz am Anfang. Nein, drittletzte. Drittletzte? Ach da, ja. Sicher, als du weißt? Ja, da bremse ich halt bei 100 rum und Vollgas, erste Gang rechts, gib wieder Gas und dann eng. Naja, obwohl, ja, da kann man viel. Ja, da weiß ich auch nicht. Also, die kann man auf mehrere Arten fahren, aber welches die schnellste ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich da 0,3 Sekunden verliere zu meiner Zeit, die ich schon mal gefahren bin. Ich probiere jetzt einfach mal, mir ist es egal. Ich könnte mir vorstellen, dass du sehr eng in die Kurve rein bist und sehr spät gebremst hast, dann hast du schon mal ein bisschen Zeit gut. Und wenn du wirklich die richtig eng nimmst, kannst du fast geradeaus schon in die nächste Kurve reinfahren, ohne dass du erst wieder so ein bisschen nach rechts fahren musst. Aber das habe ich auch noch nicht so oft hingekriegt. Ich habe da keinen Grip, Alter. Ich habe jetzt gedrückt, aber der Button hat ja gedauert. Ich habe 11 Dollar gezahlt zum Port und habe 312 für Schaden gezahlt. Ja, ich habe es gerade zu langsam gedrückt bei mir. Ich bin schon auf 25 runter. Ne, 26. Ja, nee, bei mir ist das ein Instant-Button. Und ich habe 2 Buttons. Der eine Button setzt mich, also wie bei dir, in die Box rein, sodass ich die Einstellungen und die Zeiten und den Chat sehen kann. Und der andere Button setzt mich einfach nur wieder auf den Pit ab zum Losfahren. Aber beide sind bei mir. Ich darf den Knopf nur eine Millisekunde berühren und schon stehe ich da wieder. Bei mir geht es zum Balken, der lädt sich auf. Nee, das habe ich gar nicht. Egal, welchen ich drücke. Siehst du den Stream? Dann siehst du den Balken. Warte.
Ich sehe der Balken jetzt, ist unten da, wo End steht, Basic. Ganz, ganz unten zum Balken. Ich mach das mal ein paar Mal. Wenn ich einmal drauf drücke, passiert nichts. Zack, zack, durch gedrückt, halte, passiert. Was ist denn? Schau, zack. Oh ja. Ja. Nee, das hab ich nicht. Halt auf. Zack, das hab ich nicht. Wenn ich normal, ich drücke jetzt hier. Passiert nichts. 1000 Mal drücken, dann passiert nichts. Ich halte gedrückt, dieser Balken auf ist dann nicht da. Nur so geht's. Wohl, wenn du gerade 1000 Mal gedrückt hast, dann ging er ja rauf und rein, oder? Nein. Schau mal, ich drück doch dauernd hier. Passiert ja nichts. Hast du wegen dem Stream Verzögerung halt. Ach so, ja. Ich stehe in der Box. Passiert ja nichts. Ja. Jetzt drückst du 1000 Mal, passiert nichts. Halte ich einmal gedrückt, bin ich drin. Und wenn's gelb wird, dann portet er dich. Lädt halt auf. Naja, Aufladen habe ich nicht. Die Anzeige gibt's bei mir gar nicht. Dann hast du doch was anderes belegt als ich. Dann können wir mal gucken. Ja. Also ich habe belegt... Content Manager, dann auf Settings, dann auf Assetto Corsa Controls, oder? Assetto und dann Corsa, dann Controls. Und dann System. Buttons. Nee, System. Ja. System. Und dann habe ich Start Setup. Habe ich auf mein Trustmaster Startbutton. Und das ist der eine Knopf. Und der zweite Knopf ist Teleport to Pit. Ich habe nur Start/Setup. Start/Setup, ja, das ist der, den, wo du mir gesagt hast, den soll ich drauflegen. Den habe ich auf meinen oberen rechten Button. Aber verstehe ich nicht. Bei mir steht auch No Modifier nichts. Das ist einfach nur Click to Snare. Hast du einen Knopf übrig? Vielleicht ist das einfach so ein Knopf, der. Nee, das ist beim anderen Lenkrad genauso. Das ist egal welchen Knopf. Ich habe es schon geändert. Der Knopf ist jetzt nur ein Notfall bei diesem Lenkrad, weil ich hier bei dem und beim anderen Lenkrad den gleichen Knopf habe. Ich hab hier nicht immer die gleichen Knöpfe. Ich habe einen woanders gehabt. Okay, genauso. Da gibt es noch Modifiz. Ah, ich hab's. Neben dem Button, den man machen kann, steht noch ein Feld, das nennt sich Modifizierer. Ja, habe ich keinen Modifizierer. Und wenn du auf Modifizierer den Plus drauf drückst, steht da Waiting for Input. Ach nee, das ist nur. Das ist nur so Steuerung. Ich bin doof. Ja. Nee. Ich dachte, damit aktivierst du vielleicht so ein Modul, dass er dann wartet. Eine Sekunde oder so. Okay. Das ist bei mir irgendwie gedrückt halt. Mal dieses Knopf an, aus. Ja, genau. Weiß ich nicht, warum. Vielleicht habe ich ihn auf der rechten Seite eingedingstet und du hast ihn in die Mitte reingepackt oder so? Nee. Weiß nicht. Auch nicht. Hier war es auch nicht mehr, aber... Shift für Inverse Operation. Scan-Time? Was ist Scan-Time? Nee, achso. Ja, okay. Das ist. Bei mir ist es halt so, dass du nicht drückst, damit du nicht aus Versehen drückst. Man muss dann gedrückt halten. Wenn du aus Versehen kommst, drückst du nicht 2 Sekunden drauf, sondern nur eine Sekunde. Mal kurz. Okay. Button kann man noch umbenennen, sehe ich gerade. Man kann aber keine Verzögerung einstellen, wie ich das hier sehe. Clear. I don't know. Aber ich sehe noch, es gibt extra Fanatec-Einstellungen. Vielleicht gibt es irgendwo noch in den Optionen sowas, was bei dir eingestellt ist und das nur mit deinen Fanatec funktioniert. Wo ist denn das? Bei Shader aber nur, oder? Ne, ich meine jetzt bei Assetto Corsa unter Settings gibt es da, wo Video und View und Audio gibt es auch Fanatec-Einstellungen. Vielleicht hat der Manager irgendwie eine Funktion, ich habe irgendwo versteckt, die nur für Fanatec gilt und nicht für meinen Trustmaster. Dass du so ein Delay dann deswegen auf die Tasten hast. Oder vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das in der Fanatec-Software einzustellen, dass der Delay rausgeht. Ich bin mir sicher, wenn ich die Taste auf die Leertaste drücke, auf das, was du so wärst, bei mir genauso. Schätze ich mal. Weil irgendwas macht es bei mir so, dass es so ist. Aber es ist ja egal. Ich meine, es passt. Ich drücke nicht aus Versehen drauf. Bei mir stört es nicht.
Jo. Du bist schon super müde, ne? Nee, ich suche gerade die Option, dass ich diese Scheiße wegmache, dass es, es kommt geiles Timing, dass es... Also eigentlich höre ich dich die ganze Zeit im Hintergrund schon gähnen. Dass es den Schmutz... Deine Rauschunterdrückung ist nicht an. Doch, die ist an, ja, aber irgendwie funktioniert eben nicht so richtig bei dem Discord, bei dem Mikrofon. Man kann den Schmutz von der Windschutzscheibe wegmachen. Das hat Kurt irgendwann geschrieben, müssen der Gott. Brauchst du Scheibenwischer? Gibt es einen nötigen Grip? Dateien. Compile einfach random. Oh, ich könnte mal mit Shader probieren, die Grafik ein bisschen pimpen. Da hätte ich Bock drauf, weil ein bisschen schöner wäre geil. Ja. Aber ich weiß nicht, wie. Das ist eine Lebensaufgabe. Da gibt es 3 Milliarden gibt's Optionen. Gibt es da nicht irgendwelche Presets, irgendwie so, nee. So Raytracing aktiviert oder so ein Scheiß? Nee, da musst du Video schauen und rumprobieren oder irgendwelche Vorgaben machen. 90. K-Instruments. Oh, man kann K-Instrumente ausmachen. Was ist das? Also das In-Game-Display hätte ich auch nichts dagegen, das auszumachen. Aber egal, das ist jetzt hier nicht Thema. Fake Shadow Fix. Im CSP Windscreen, im Content CSP Custom Shader Patch. Ach so, doch hier. Windscreen FX Remove Dirty Complete. Ja, unter welches Ding? Es gibt hier so viel. Windscreen FX, das ist vielleicht unten. Hier, Windscreen, ach so, ein Windscreen FX, okay. Hier gibt es halt so viel, Leute. Ich habe da mal ein Setting bekommen von jemand, von dem einen Engländer. Es war Katastrophe, ich habe die Settings jetzt vom Dave. Hier, remove da, Windscreen FX, remove dirt completely. Zack, habe ich. Okay, ich sehe schon, man kann hier alles einstellen. Ja, mehr als alles. Und dann tust du etwas aktivieren, dann gehen die grauen Dinge auch noch an. Das Ding ist Endgegner hier. Boah, du kannst aber speichern, das Preset, und dann rumfummeln. Ich finde halt leider nicht noch nicht die da, wo man die Grafik schön macht. Man kann alles ausmachen, aber ich will anmachen. Ja, hier Graphic Adjustment steht bei mir. Gibt's extra. New Quality, Ultra Quality 77%. Ich spiele ja nichts drauf. Kann ich nie wieder Force fahren. Feedback Tweaks. Oh, das klingt interessant. Das sind die anderen Tabletten. Ich muss kurz auf Wireless gehen, weil ich muss meine Medizin nehmen. Wir sind im Wohnzimmer. So. Grafik Adjustment. Vielleicht habe ich es jetzt gefunden. Gucken. Ja, da weiß ich auch nicht, was ich da machen muss, aber hast du schon überhaupt in Setter Cursor selber eingestellt, bevor du die Shader änderst? Einiges? Ja, da habe ich alles hochgemacht. Und du musst ja auch Shader runterladen, eigentlich auch noch. Na, es ist ja im Prinzip ein Standard-Shader drauf. Die Frage ist halt nur, wie viele Optionen der zulässt, aber bisher finde ich irgendwie nichts. Ich kann auch Shader runterladen. Ich habe ganz viele Filter und so. Post-Process Anti-Aliasing, das interessiert mich nicht.
Alter, was ist denn das für ein großes Viech, Mann? Es ist so groß wie meine Hand. Gerade im Wohnzimmer. Was ist denn das? Meine Hand ist nicht klein, sage ich dir. Was ist für ein Viech? Mal Licht an. Oh, was ist denn das? Das ist so riesig, Alter. Mit Flügel. Was kann denn das sein? So ein riesengroßes Vieh, was so meine, nicht kann, Hälfte meiner Hand ist. Das klebt an der weißen Decke im Wohnzimmer und geht spazieren. Ich dachte, es ist eine Spinne, aber das hat Flügel. So wie eine fette, dicke Spinne mit Flügel, sag ich dir. Wie, du hörst mich nicht? Wie, du hörst mich nicht? Dein Mikrofon ist nicht an. Naja, du hörst mich nicht. Die anderen hören mich, weil diese Scheiße wieder nicht da ist. Ah, okay. Alles klar. Erzart. Also, mein Wohnzimmer ist an der Decke. Ein Viech. Ich dachte, das ist eine fette Spinne, aber es ist ein Viech, was fliegen kann. Das ist so groß wie meine halbe Hand und kriecht da rum. Ich weiß nicht, was das ist. Wie süß. Motte? Ja, die ist doch zu groß. Hm. Das ist wie so ein Grashüpfer. Eigentlich. Nur verkehrt, ja, kann auch sein. So eine Gottesanbeterin. Oh, bin gleich wieder da. Oh, das ist echt sowas. Einfach rausschmeißen. Ich habe sie hier. Wenn sie jetzt aus dem Fenster schmeißt, fliegt sie dann weiter, oder was? Ja. Ich hab doch nie so was Großes hier gesehen. Da wurde aus meinem Penis, Kappa. Okay, das ist wild. Kommst ins Wohnzimmer, willst deine Medikamente nehmen. Hast du ein großes Viech da? Kriech da rum, hey. Ich habe eh alles offen, aber es ist halt wild. Du weißt ja, ob ich Dankeschön Schnibbel gesagt habe, aber. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Oder ob du echt bist. Wollen hier viele komische Leute rein, die gar nicht da sind. So. Okay. So, erstmal Spray.
So, Spray genommen, musste noch kurz leise sein. Jetzt nehme ich noch meine. Achso, zwei Stück habe ich noch. Für jetzt und für morgen 13 Uhr, okay. Noch morgen die Scheiße durchmachen, dann gucken wir mal. So, die drei Sachen genommen und da muss ich nur noch jetzt 2 Stunden warten, dann nochmal, dann kann ich eins der beiden absetzen. Oh, die anderen zwei weiß ich nicht, da muss ich mal gucken. Wenn ich schon stehe, kann ich nochmal schiffen gehen. Diese Bodenwelle ist so wild an der Boxenausfahrt.
Gibt's nicht. Komm da nicht raus. Lebst du noch? Oh, er ist wieder da. Ja. Ja. Ist mein Hast Ding. gemacht? Oh, ich war Müll rausbringen. Oh. Alter. Okay, das ist bei uns am Mittwoch. Ja, schon. Mir auch, aber.